Ja, hallo liebe Sperrwurf-Freunde, ich bin wieder unterwegs. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg ins Rheintal-Schwimmbad nach Warkhäusl. Ich werde heute dort wieder eine Runde Aquajogging machen. Man springt rein, bewegt sich, zack, fertig. Ich kurz auf den Verkehr achten, damit ich ja keinen Unfall. Da kommt nämlich ein Auto. Ja, ich habe nämlich anfangs gedacht, Aquajogging ist was für die etwas ältere Generation. No front. Habe ich am Anfang einfach immer so gesehen. Ich meine, wenn man jemanden in so einem, ich sag mal, Schaumstoffgürtel im Wasser sieht, dann waren es doch etwas ältere Damen, die sich dann im Wasser wieder auch besser bewegen konnten. Ich sehe es ja als Reha-Maßnahme für mein Knie, dass ich da wieder schneller und besser in Bewegung komme. Und ich muss sagen, das ist echt top. Das ist eine der besten Übungen, die ich machen kann. Und welche das sind, das seht ihr gleich in dem Video. Ihr habt euch auch vielleicht schon gefragt, warum denn ich Aquajogging mache. Und zwar hat es den Grund, dass ich im Wasser, natürlich im tiefen Becken, also ohne dass die Füße den Boden berühren, mich, ich sag's mal, schwerelos bewegen kann. Und mit dem Schaumstoffgürtel ist natürlich auch einfacher, über Wasser zu bleiben. Ja, aber ich muss sagen, das war eine bisher der besten Entscheidungen in der Reha, dann das Aquajogging zu machen und mich da instruieren zu lassen von einer Sporttherapeutin, die das sehr, sehr gut macht. Und jetzt ist sie in Urlaub. Ich bin auf mich alleine gestellt, aber sie hat mir die Schaumstoffgürtel mitgegeben, damit ich über Wasser bleibe. Und wie das aussieht, das seht ihr gleich. Hallo. So, cool. So, die Sonne scheint, ich habe mich abgeduscht und freue mich jetzt auf eine Runde Aquajogging. Und was für Übungen ich mache, das seht ihr jetzt unter Wasser. So, als allererstes gehe ich mich ein bisschen ein. Das heißt, da werden die Beine ganz locker durchbewegt und ich mache so eine Art Joggenbewegung, wie man es sich natürlich jetzt vorstellt beim Aquajoggen. Und die Länge der Strecke, die ich da mache, sind roundabout 20 Meter. 20 Meter hin und 20 Meter zurück, was dann auch schon eine ordentliche Strecke für mich ist und ich da ins Schwitzen komme. Danach fahre ich Rad, da mache ich eine Kürzelbewegung mit den Beinen und zwar vom Ausmaß her so, wie wenn ich beim Radfahren in die Pedale trete. Das habe ich so aufgeteilt, dass ich die ersten 10 Meter die Kürzelbewegung mache und die zweiten 10 Meter wieder die Joggingbewegung. Dann kommt der sogenannte Hürdenlauf. Da stelle ich mir vor, dass ich mit beiden Beinen jeweils über eine Hürde drüber steige. Die Bewegung bleibt also so in der Senkrechten von den Beinen her, sodass ich kein Nachziehbein mache, so wie man es vom normalen Hürdenlauf her kennt. Und diese Bewegung mache ich dann die kompletten 20 Meter hin und auch dementsprechend die kompletten 20 Meter wieder zurück. Als nächstes kommt der sogenannte Roboter. Bei dieser Übung sind die Beine und Arme komplett gestreckt. Der Oberkörper ist kerzengerade. Nach 10 Wiederholungen pro Seite jogge ich ganz locker wieder und mache dies abwechselnd die kompletten 20 Meter hin und zurück. Im Video kann man auch ganz gut erkennen, wann ich den Roboter mache und dementsprechend auch, wann ich die Joggenbewegung mache. Und da bin ich leider mit dem Fuß auf die Kamera gekommen und alles kein Problem. Kurz untergetaucht, Kamera wieder hingestellt und weiter geht's. Dann mache ich den einbeinigen Hürdenlauf. Das ist ein Mix aus Hürdenlauf und Roboter, wo ich dementsprechend mit einem Bein die Hürdenbewegung mache und mit dem anderen Bein die Roboterbewegung. Als letzte Übung nehme ich ein Schaumstoffbrett zur Hilfe. Auf den ersten 10 Meter mache ich wieder so eine Art Radfahrbewegung, nur diesmal in der waagrechten Position und danach eine schnelle Beinschlagbewegung aus der Hüfte mit dem gestreckten Bein, wie man es vom Kraulen erkennt, und diesmal euch in der Bauch- als auch in der Rückenlage. Ja, und zu guter Letzt, nach einer kurzen Pause, jetzt sich noch ein bisschen ausgegangen, das heißt ein Cooldown gemacht,
Und so wie beim Einlaufen mache ich da eine ganz längere Joggenbewegung, damit die Muskulatur der Beine wieder etwas runterfahren kann. So, das war's schon mit Aquajogging für heute. Was heißt schon, ich war eine halbe Stunde im Wasser. Wenn man das richtig macht, sag ich mal, dann geht es schon auf die Muskulatur. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Damit es mich jetzt nicht friert, gehe ich mal schön warm duschen. So, das war's heute mit der kleinen Aquajogging-Einheit. Puh, halbe Stunde im Wasser und ich muss sagen, ist jedes Mal doch schon anstrengend. Das glaubt man kaum. Aber wenn man die Übung richtig macht, sich darauf konzentriert, dass das Bein auch die Bewegungsausführung korrekt macht, dann reicht eine halbe Stunde, würde ich sagen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, Daumen nach oben, kommentiert gerne das Video. Ich würde mich freuen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn nächste Woche auch ein neues Video kommt. Ich düse jetzt nach Hause und mache mir eine Kleinigkeit zum Essen. Sehen wir uns am nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.